Hallo und herzlich willkommen zurück, unsere treuen Zuschauer. Ja, wir hatten letztes Mal einen nice Cliffhanger da gelassen. Jetzt wollen wir die Kammer hier erkunden, endlich mal. Mal hier mal, was ich mache. Nice, yes, Schutzschild, man. Nice Schutzschild hier für die Boys. Und ja, gut, cool, dass ihr wieder da seid oder eingeschaltet habt bei den Browser Boys. Natürlich habe ich wie immer den Eddie dabei. Ja, das bin ich. Aber wir müssen demnächst mal wieder ein Spiel zu dritt spielen. Da hätte ich wieder mega Bock drauf. Ich weiß zwar nicht genau was. Ja, Mann. Ne, aber wir finden da, glaube ich, schon was Cooles. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass der Vita hier mitspielt bei Borderlands. Ist so. Oder... Weil zu dritt würde das bestimmt auch ziemlich Bock machen. Ja, da würde ein bisschen supporten dann halt, ne? Das wäre ganz geil. Oder wir spielen Rust Boy zu dritt. Ja, oder so. Aber jetzt nicht im Livestream, sondern so zum Aufnehmen, ne? Gechillt. Mhm. Weil im Livestream ist das, glaube ich, ein bisschen zu langatmig, ne? Das ist das richtige Wort. Ja, kann sein. Ja, man muss erstmal da. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht gegamed. Ja, aber müsste da selber mal reingucken. Das könnte lustig werden, wenn du das noch nie gespielt hast und Vita auch. Das, woher hast du hier Feuerwerk? Silvester ist noch nicht. Jeden Tag Silvester hier. Der Boy hier, der hat die Schnauze voll, der schweren Kanonen holt er raus. Ey. Heftige Knarre war das aber. Boah, was ist los bei dir? Ja, läuft nicht so, ja. Soll ich dir helfen oder geht's? Wie schaffst du, ne? Ja, ich krieg das hin, ja. Also diesen Geist hier auf. Hier geht's lang. Hier geht's lang, sind nicht mal tot, ey, die Boys. Ey. Okay, da. Ach, guck mal, wenn du die tötest, aus denen kommen dann so Geister, weißt du? Ja. Boah, ich hasse diese Geister. Ja, Mann, einer hat mich gejizzt, jetzt bin ich hier so jizzy bisschen. Die vergessene Basilika. Oh shit, hört sich nicht nach Kammer an. Oder vielleicht doch ein bisschen? Maybe not. Nee. Oh, hast du eigentlich gerade geguckt, wie groß die Folgen waren? Würde ich mal interessieren. Oh shit, was ist da los? Nee, habe ich nicht geguckt. Hast du noch genug Platz auf der Platte? Ja, ohne Ende. Nice. So. Wir schwärmen überall Kamikaro. Oh. Ja, sind durch die ganze Zeit schon. Und dann nehmen wir 1, 2, 3 plus und daher maximal gesetzt. Oh. Moment, ich muss eben meinen Klassenmod ausrüsten. Und ich muss eben Scheiße verkaufen. Oh ja, muss ich auch machen jetzt. Moment, ich erstmal mein. Wo ist mein Mod? Was ist deins? Wieso habe ich Mods von dir, ey? Ich habe auch manchmal welche von dir gehabt, aber die habe ich einfach verkauft. Der vorher. Gut zu wissen, Big Boy, ey. Money! Ja, ich merk's. Ja, ich habe auch ein paar Mods von dir, dann verkaufe ich die einfach. Ja. Ich merke ja, wie du mit meinen Mods umgehst. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. So, das ist gerade. Wirf Tracker-File. Naja, das ist okay, nice. Wie viel Kohle habe ich jetzt? Ich habe hier jetzt. Oh, 43.000. Boah, ich bin jetzt langsam nicht mehr so ein Broke Guy. Finde die Kammer. Ja. Ach so, ey. Ach, wir müssen hier runter. Ah, da, das habe ich gar nicht gesehen. Rutschi, Boy. Yeah. Boah, das ist cool. Wie bei Apex. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Ja. Oh shit, Boy. Sieht echt so aus. Die ihr Leben an der Oberfläche gelebt. Achtung, die Kreatur, die Iridianer in der Kammer eingesperrt haben, hat jahrtausende lang geschlafen. Die wird echt angepisst sein, wenn wir sie wecken. Da, der Torbogen dort ist der Eingang. Steck den Schlüssel in den Sockel. Soll ich machen, Boy? Mal sehen, was der ganze Wirbel soll. Na also. Okay, oh boy. Shit, ey. Oh, Cutscene. Das heißt schon nichts Gutes. Wir sind dead as fork, ey. Okay. Shit. Unsere Mädels morgens früh. True. True that. Aber irgendwie ist es ein bisschen einfach aus, der Boss. Ja.
Da war dieser Katagawa irgendwie ein bisschen beschissener. Ja, weil der andauernd geflüchtet ist und seine Doppelgänger da hatte. So wie du. Das stimmt wohl. Oh, da will auch nicht drauf laufen. Will mein Juicy Ass. Hey, okay, wollte ich gerade sagen, nicht mal ein Kratzer, immun, wie immun. Mach's gut. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen hier aushalten, bis wir denn wieder Damage zufügen können. Jetzt glaube ich, oder ne, doch nicht. Was geht hier denn ab? Ja. Stage 2 oder was? Entwickelt sich weiter. So super, weiß nicht was. Super Wüter. Oh shit. Jetzt geht's wieder. Nice. Okay, die Waffe ist für den Arsch. Oh, ich werde schon wieder von den Geistern heimgesucht. Wow, weg hier! Guter Boss, ey. Der macht Bock. Ja. Wow. Genau, lock ihn zu dir. Ja, ich habe jetzt Schild vor mir. Komm hinter mein Schild eigentlich. Ja. Oh, gut. Ja. Du kannst auch gerne One vs. One machen. Jetzt, boah, jetzt. Schmeiß Granaten, alles was du hast, deine stärkste Waffe. Der wird gleich wieder immun. Boah, du warst fast tot gerade. Boah, stimmt, habe ich gar nicht gesehen. Ich war so im, hier Tobsucht, im Rausch. Er will immer zu dir, ey. Ist so. Ich bin dann immer am Triggern. Ich merk's, ey. Mit meiner Pumpgun. Ich hab so eine heftige Pumpgun. Ah. Hab so eine heftige Pumpgun, die macht unnormal Schaden. Wie viel? Weil du musst mehr. Ja. Ja. Amaya healt mich. Oh, krass. Ja, ich mach ihn so lange ablenken. Hätte mich gewundert, wenn du mich mal geheilt hättest. Boah, ey, du warst fertig. Ich würde sagen, ich habe hier so eine fette Pumpgun, die macht unnormal Damage. Ja. Ich bin wieder am Arsch. So, aber wenn du mit der ballerst, so ich guck so geradeaus, schieße auf den Gegner und die zieht so nach oben, dass ich dann einfach so in den Himmel gucke. Ach so, ja. So, hat ich auch. Rückschlag hat die. Ich hatte auch so eine Waffe mal gehabt, ey. So ein Sniper war das. Schießt jemand auf den? Ich bin alleine gerade auf den erschießen. Aber das ist immun. Scheiße. Der macht mir eh kein Damage. Der geht gar nicht zu mir. Ich stehe hier neben denen und der springt einfach weg und geht zu dir da hinten. Schieß die Dinge ab. Der sagt, schieß die Dinge ab, sagt er. Schieß auf die Boy. Ja, tu ich, aber passiert nichts. Bam. Oh. Shit. Final Stage. Die Musik. Jetzt, ja. Wow. Boah, was? Der Boy mit der heftigsten Giste. Wow, jetzt, ey. Wow, das war krass jetzt, Mann. Wow, ey, heftig, das ist gut von ihm gerade, ey. Der ist gerade richtig sauer, glaube ich. Ja. Oh boy, wir müssen schauen, dass wir überleben. Ja, hier. Ich muss gerade mich hochheilen. Ey, der hat's echt auf mich abgesehen. Ne? Ja, ich merk's. No shit, Sherlock. Vielleicht mache ich mal eine Verschnaufpause. Das gehört, ich mache eine Verschnaufpause jetzt. Ja. Sagt der mein Boy hier. Geht echt nur auf dich, ne? Ich steh jetzt ganz entspannt so, chill mein Leben. Wow! Nicht aufgeben! Wow. Komm schon, jetzt alles drauf, was ihr habt. Ja, jetzt drauf. Mein Sniper jetzt. Ah! Ach, hier ist so ein Viech von dem, die seine Robotergesellen musst du auch manchmal töten. Ah, hier liegen ein paar Spritzen, ich sammle die ein, um meine Leben aufzuladen. Mhm.
Ey, das schießt immer nur auf mich. ohne Witz, ey. Mit seinen goldenen Geistern da oder was das da, oder diese Feuerbälle oder was das da auch ist. Ich stehe hier einfach so gechillt, der lässt mich komplett in Ruhe, ey. Vielleicht weil deine Waffe stärker ist vielleicht. Kann sein, dass er immer auf den geht, der am meisten ihm Damage macht. Mhm. Oder wie viel macht die denn Damage, wenn du drauf schießt? Meine macht teilweise 192 oder über 200, wenn ich drauf schieße. Ja, die macht 36, aber halt so ganz, ganz oft. Okay, und ja, so momentan 32. So eine habe ich auch. Ich habe aber eine, die ich mache 53, 57 so die ganze Zeit. Krass. Also meine sind stärker eigentlich, meine Waffen. Aber weiß ich nicht. Wir haben ihn gleich, boah. Das kann ich so nicht bestätigen. jetzt drauf, boah, jetzt drauf. Ja, yeah, bin dabei. Ich schieße genau auf seinen Kopf. Seinen abgefuckten Kopf. Level 21. Halleluja, das war gut. Oh, Waffen. Pass auf, der explodiert gleich. Ach Quatsch. Das wär's, wenn der explodiert und wir dann sterben und nochmal machen müssen. Yes, alles einsammeln. Gut gemacht. Ja, Mann, das war der Hammer. Ava, ich hab gesagt, du sollst im Schiff warten. Hier ist es nicht sicher. Und die Chance verpassen, eine echte Kammer zu sehen? Sieh dich doch nur mal um. Ava, du bist noch kein Kammerjäger. Es gehört mehr dazu als Kopf. Hey, der soll mal einfach verschwinden, damit ich die ganzen Sachen sehe, die da liegen. Absolut. Man sieht die gar nicht, da liegt teilweise da drauf. Du solltest reingehen. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss ein ernstes Wort mit meiner Schülerin wechseln. Hab ich irgendwas Neues bekommen? Und die Beute geht an den Badass. 88. Nee. Dieser Ort muss an die 100 Jahre alt sein. Nee, scheiße. Vielleicht sogar 200. Na gut, ich hab jetzt alles. Ava? Ja, von mir aus können wir rein. Aha, sicher. Das ist kein Scherz. Ja. Betritt die Kammer. Oh shit, boy, wir betreten die Kammer. Oh shit, Kammer des Hüters. Kammerjäger, kannst du mich Mann. Hören? Was ist das? Keine Panik. Ich teste nur ein neues Kommunikationsgerät, das auf Liliths Kräften basiert. Hm. Echo dringt anscheinend nicht durch die Grenzen der Kammer. Also muss ich das hier benutzen. Ich bin schon gespannt, was du findest. Mhm. Hoffentlich eine geile Waffe. Was ist das? Hast du genommen? Was auch immer das ist, ich stehe drauf. Die Kammerkarte hat uns aus einem Grund hierher geführt. Dieses Gerät muss eine Bedeutung haben. Okay. Mhm. Hier sind noch ein paar Kisten. Hier ist auch eine. Also jetzt müsste hier eine mega fette Waffe hoffentlich sein, aber bis jetzt nur Scheiße. Ich nehme alle trotzdem mit. Ich habe hier einen Klassenmod für dich. Nahkampf. Willst du haben? Ja. Zeit für einen Durchbruch. Ja, ich gebe dir einen Moment. So. Ja, schmeiß auf den Boden. Boah, wir haben gerade ohne Ende so Skins aufgehoben, nachdem wir den fertig gemacht haben. Ach echt? Okay, warte mal, ich muss mal schauen. Also ich zumindest. Ich gar nicht, ehrlich gesagt. Echt? Ich habe voll viele Skins hier. Hat doch hier das hier. Echo-Skin, ja, tatsächlich. So, ich schmeiß mal weg. Jetzt ein... Ja. Ein Klassenmod. Ja gut, du bist ja auch mehr so der Skinmaster, du kaufst ja auch mal Skins bei Fortnite und so, deswegen kann ich verstehen. Ja, genau, ey. Boah, ich komm besser spät. Probieren wir's mal. Verkehrte Welt heute oder was? Gegenteiltag. Gegenteiltag, ja. Faszinierend. Oh fuck, ich wollte das gar nicht öffnen. Diese Kammer ist durch eine antike Energieleitung mit einer zweiten Kammer verbunden. Weil ich in Kisten, weißt du? Aus wie Eden 6. Gut gemacht, wo? Ja. Ach, die hab ich schon. Nee, die hab ich nicht. Sammle Maya und ihren kleinen Freund. Gut, dass du es gesehen hast. Und kehr zum Schiff zurück. Dann habe ich hier noch eine Waffe. Wow, ein guter Sniper. Ich guck mal, vielleicht ist sie interessant. Ich war, glaube ich, noch irgendwo in der Kiste. Kann das sein? Nee, ne? Ich muss auch mal Waffen wechseln. Alles kaputt machen hier. Boah, das ist ein Iridium, ist das hier. 370 habe ich schon. Ja, ich habe auch, Moment, 362. 373. Oh, why you have mehr? Hier, du wahrscheinlich, weil du schon dieses Zeugs gekauft hast. Oh, du machst hier die ganze Zeit die Kristalle kaputt. Ja, die haben halt hier Iridium.
Aber ich krieg ja auch, wenn du kriegst ja auch, wenn ich aufsammle. Ja, bist du sicher? Da bin ich mir nicht so sicher. Nee, weißt du? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ich glaube schon, weil ich habe gerade auch plus 2 bekommen, wo du gesammelt hast. Und jetzt kehre zu Maya zurück. Warte. Jetzt mal als Abcheckguss. Also ich glaube, wir haben alles, ne? Ja. Maya ist wo? Ist die... Boah, ich habe gehört, wenn du hier runter jumpst, kriegst du eine fette Waffe. Was? Kriegst du nicht. Hast du das jetzt echt gemacht? Ja, ich bin runtergesprungen. Was habe ich verloren, ey? Warte mal. Wie viel Kohle hast du eigentlich jetzt? Crazy Dude, ey. 39.000. Ah, ich habe 40.000. Na fuck. Guck mal, hier ist noch so ein Kristall. Guck mal, kriegst du jetzt Kristalle? Warte mal, jetzt? Ja. Eins, hab ich bekommen, zwei. Also, so. Ja, dann lass. Ich glaube, wir müssen hier wieder zu Maya zurück dann, ne? Ja. Der Herr Boy. Okay, das heißt, die Kammer haben wir gefunden und wir heißen ja auch Kammerjäger. Yeah. Ab zur nächsten Kammer. Ja. Mann, der liegt ja immer noch Eva, da. Ich will dich nur beschützen. Durch Stubenarrest auf dem Schiff? Du hast mir versprochen, ich könnte Kammerjäger sein, wie du es bist. Das wirst du, wenn du bereit bist. Was geht, Luschen? Oh, shit. Oh, Troy, was haben sie da gelassen? Danke, dass ihr das erledigt habt. Mann, ihr Kammerdiebe denkt nur mit dem Abzugsfinger, was? Weiter so und ich werd endlich eine Göttin. Wir werden Götter. Hab ich doch gesagt. Also, jetzt zieh ich mein Ding durch. Oh, shit, boy. Nächster Endboss, oder was? Ja, das wäre krass, wenn jetzt nochmal einer käme. Das gehört uns. Und die Monster schützen nicht die Macht der Kammern. Sie sind die Macht der Kammern. Jetzt gehört alles mir. Hey, kriegt der Parasit auch was ab? Gah. Wir gehen jetzt. Sofort. Oh, shit, boy. Wer ist die Göre? Was hatten die für ein Problem? Ja. Sie hat keins. Aber du dafür. Ich werde eine Sirene sein und dann wische ich den Boden mit Arschgeigen wie dir auf. Du wirst... Denkst du echt, dass das so läuft? Süße, du wirst diesen Ort nicht verlassen. Oh, jetzt müssen wir wohl kommen. Autsch. Ja, ohne Witz, wo sind wir überhaupt? Wir verstecken uns gerade hinterm Tor und warten, bis alles gelaufen ist. Wir stecken irgendwo in der Ecke und masturbieren gerade. Genau. Ganz genau so. Jetzt klaut er auch ihre Kräfte. Boah, bist du fertig damit in der Ecke? Ja, gerade fertig geworden. Ach, die töten die? Ach, heftig. Crazy. Nein! Mit ihrer Pistel da. Ich dachte, das geht nur bei mir. Geht wohl mit jeder Sirene. Los, wir haben, was wir wollten. Ja, und noch viel mehr. Aber hey, wenn die Sirenennummer mal bei dir klappt. Aha, waren wir. Ja, und wir stehen daneben hier so. Hallo? Hallo, was ist hier los? Oh, wir kommen zu spät. Wie ist das denn passiert? Geil. Oh, Mann, was für ein Scheiße.
Lass mal ansprechen hier. Sie ist tot. Maya ist tot. Kindchen, wir müssen weg. Kehre zu Sanctuary. Sprich mit Lilith. Kehre zu Sanctuary zurück. Okay. Lass mal auf die Sanctuary. Kennst du schon den Zane Flint mit seinen harten Sprüchen? Ja, ja. Der Zane spinnt, ey. So. Mein zweiter Vorname ist Fatal, Boy. Puh, hart. Eddie Fatal. Oh shit, Boy. Sollen wir die in der nächsten Folge ansprechen, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, das ist eine verdammt gute Idee. Ne? Machen wir in der nächsten Folge kurz unseren Schrott verkaufen, oder das können wir gerne auch noch jetzt machen, theoretisch, und dann in der nächsten Folge direkt dahin laufen zu der... Ja, komm. Machen wir das jetzt. Jetzt guckt sowieso schon keiner mehr zu. Ja, hast du recht. So. Habe ich noch einen goldenen Schlüssel eigentlich? Nee. Hast du schon verkauft alles? Oh, ich verkaufe mal ein bisschen Scheiß. Noch nicht. Boah, die ist echt eigentlich nicht verkehrt. Ich verkaufe einfach mal den ganzen Scheiß in der Hoffnung, dass ich gute Sachen gleich kriege. Das ist besser, das wird besser. Wird schneller, lachen. Ne? 21% kritischer, 4%. Ja. Beim kritischen Treffer gibt es ein Klick. Ja. Nee. Ja, alles verkaufen. Ich brauche Kohle, Kohle, Kohle. Money. Weg, 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 weg. Wahrscheinlich haben wir schon auch so oft gute Sachen verkauft. Ohne es zu wissen, ne? Aber so ist das Leben. So ist es eben. Ein Bauen und ein Heben, ne? Ja. Kennst du das Lied? Nee. Nee, lass ich mal schicken. Ein Bauen, ein Heben. Okay, ja. Naja, so. Alles verkauft. Dann bist du soweit. Dann bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.